Patrick, aktuell wird ja der AI Act verhandelt. Was bedeutet denn das in Bezug auf die Massenüberwachung? Mit dem AI Act wird zum ersten Mal die Gesichtserkennung und sonstige Identifizierung von Personen im öffentlichen Raum erlaubt. Und das bedeutet, dass man mithilfe der Technik heutzutage im Grunde genommen überall nachverfolgen kann, wer sich wo mit wem wann aufgehalten hat. Und letzten Endes man total nachverfolgbar wird und die Bewegungsfreiheit, die unbefangene Bewegung verloren gehen könnte. Diese biometrische Massenüberwachung im öffentlichen Raum mithilfe von Kameras ist sehr fehleranfällig. Das heißt, von 100 Fällen, wo die Kamera meint, irgendwie einen Kriminellen erkannt zu haben, liegt sie in 99% der Fälle falsch in der Praxis. Und das führt oft zur Festnahme auch von Unschuldigen. Und dazu kommt, dass Menschen anderer Hautfarbe besonders oft falsch verdächtigt werden. Und deswegen bin ich der Überzeugung, biometrische Massenüberwachung hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Wir müssen sie stoppen und wir dürfen sie auf keinen Fall legitimieren, indem vermeintliche Schranken und Auflagen eingeführt werden, wie das jetzt mit dem AI Act der Fall ist. Das ist definitiv der falsche Weg und wir müssen notfalls vor Gericht ziehen, um eine dystopische Zukunft der Massenüberwachung des kompletten öffentlichen Raums, wie wir es etwa aus China kennen, zu verhindern und unsere unbefangene Bewegungsfreiheit, unser Recht auf Anonymität auch in der Öffentlichkeit zu schützen.